Der Friede sei mit euch. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mit unserer neuen Videoreihe möchten wir kurz und knapp einige Vorurteile und oft gestellte Fragen aufgreifen. Im heutigen Video geht es um die Bedeutung des Fastens für die Muslime. Zunächst einmal sei gesagt, dass das Fasten nicht nur bei den Muslimen existiert. Auch Juden und Christen haben bestimmte Zeiten, in denen sie fasten. Unterschiede sind dabei nur, worauf und wie lange verzichtet wird. Durch Verzicht auf Nahrung und anderen körperlichen Bedürfnissen sollen sich die Menschen ihren inneren Werten widmen und selbst reflektieren. Ziel ist die Stärkung der Selbstdisziplin, des sozialen Engagements, der Demut und der Nächstenliebe. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf die Bedürftigen, die Weisen und die Älteren gelegt und die Beziehung zu den Verwandten und zu Gott gestärkt und gepflegt werden. Wir wünschen euch allen eine gesegnete Fastenzeit. Der Friede sei mit euch. Euer Mahdi e.V. Team.